Es geht weiter bei Super Mario Party. Hier in dem klassischen... In der klassischen Wump-Welt. Brett, Map, wie auch immer. 10 Runden sind es nur, die Minimalanzahl. Deswegen kann alles entscheiden. Ne? Jeder Zug ist wertvoll. Peach steht unmittelbar vor dem Stern. Da war Wario zuletzt, ja. Hatte aber nicht genug Münzen. Ärgerlich. Münzen habe ich wie immer genug. Nur ist das Glück nicht auf meiner Seite, was das Würfeln angeht. Meine Wenigkeit ist Mario. Muss man dazu sagen, glaube ich. Ihr seht schon Veteranen, die in jeder Mario Party dabei sind. Er will zu mir? Warum? Na gut. Weil ich nahe des Sterns bin, ne? Verbündetenfon, ruf einen Verbündeten zu Hilfe. Aber die sind doch ohnehin immer dabei. Was zur Hölle, Mann? Leider noch ohne Items, ganz nackig unterwegs. Jetzt krieg ich einen Verbündeten. Wer darf's sein von den neueren Pappnasen? Waluigi! Tag, du Schlacksiger! Hätte nochmal von Würfel. So geheißen wie ich es niemand. Das wirst du schon noch sehen. Waluigi Würfel. Ich weiß nicht. So ganz gefällt er mir nicht. Minus 3 Münzen und weniger gute Anzahl an Würfeln dabei. Zwar eine 7, aber das reicht noch nicht. Ja, und das ist die goldene Röhre, Alter. Wario schon wieder hier. Ja, gönn dir. Hast du dir verdient. Ja. Und die anderen enttäuscht. Ja, ohne Sterne wird man hier nichts, ne? Das muss ich mir langsam zu Herzen nehmen. Mario, hau rein, Mann! Hau rein, Mario! Bestimmt weit weg, oben rechts irgendwo. Na, schon bei... Direkt hinter mir. Kann man so sagen. Würde sich vor allen Dingen Luigi was, glaube ich, freuen, der sich ja zu mir teleportiert hat. Hätte man lieber nicht gemacht. Ein Pechfeld. Jetzt bin ich mal gespannt. Hohoho, wir kommen auf dem Pechfeld. Mario, haltet das Roulette an. Muss die Münzen an den Letztplatzierten geben. Das klingt irgendwie fair. Man nehme von den Reichen und gebe den Armen. Ah. Alle gegen Mario. Nee, alle gegen alle. Was zur Hölle? Alle rot geworden. Blickst du Fuzzies oder Fuzzies, wie ich zu sagen pflege. Was geht hier ab? Oh nein, Bewegungssteuerung, ne? Das ist mal wieder... Okay, aber sie funktioniert tadellos. Ich erwarte auch, dass die Joy-Con besser funktioniert als früher die Wii... Wii-Modes. Aus dem Weg, Mann! Aber wir können andere reinhämmern, oder? Es wird halt ein bisschen eng. Uah. Ich kann mir aber noch 2 Treffer erlauben und Wario... Nicht mehr! Goodie. Mensch, Leute! Euer Stuff ist teuer! Das Equipment. Die Ausrüstung. Bisschen vorsichtiger, bitte. Sonst muss Andy Cube beim nächsten Mario Party doch wieder sparen. Wollt ihr das? Denkt mal drüber nach. So, Peach am Zug. Hau raus. Was hast du vor mit Goomba? Ja, du bist echt eine Null. Ich warte nur drauf, dass einer zweimal die Null macht. Das wäre mal was.
Was jetzt Verbündeten vorn? Ja, aber was bringt's? Ach so, jetzt verstehe ich das. Man holt nicht einen Verbündeten, den man schon hat, sondern man holt sich einen dazu. Ohne auf ein Feld zu gehen. Ja, I got it. Entschuldigt. Das macht natürlich Sinn. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Hilft ja gerade aber nicht besonders viel. Die goldene Röhre ist noch besonderer. Besondere. Schönes Wort. Ja, komm auf ein gutes Feld, Mann. Ich will keinen Waluigi-Würfel, bin ich mal ganz ehrlich. Jetzt habe ich den normalen genommen, egal. Passt. Wo genau? Oh, come on. Hä, ich hab doch nur... Ich hab nur noch 4. So, das wollte ich doch nur wissen. Ein Glücksfeld wäre doch mal nice. Was will ich bei Daisy abhängen? Und bei Flutter könnte ich einkaufen. Ich meine, Münzen habe ich genug. Hau mal raus. Fall. Warum nicht gleich in der nächsten Runde einsetzen, ne? Es kommt so schnell keiner an den Stern sonst. Oder? Spricht nichts dagegen. Stand da, klaue einem Stern einen Verbündeten? Oder klaue einen Gegner einen Verbündeten? Das war es wohl eher. Stern ist zu hart. Das ist schon wieder, Wunschvorstellung hier. Ja, aber jetzt kauft er auch eine goldene. Nee, der hat kein Geld mehr. Er kauft so einen gegnerischen Wurf minus 2 Pilz. Dass, wenn irgendjemand anders was machen will. Alter Schwede. Wario, don't make a bullshit with me. Die Wumms werden bislang ziemlich kalt gelassen. Das ist auch interessant zu sehen. Mario Brothers, schon wieder. Gehören halt einfach zusammen. Schlau schütteln. Ich finde das sowieso ein bisschen komisch, dass einige wichtige Mario-Spiele, das kenne ich noch gar nicht, Mario Brothers heißen, obwohl kein Fokus auf die Brüderschaften gelegt wird. Gut gefüllte Kiste ergattern. Je stärker die Vibration, desto mehr Eicheln befinden sich in einer Kiste. Da ist nix. Da ist auch nix. Ja, das ist gut. Könnt's jetzt natürlich nicht nachempfinden, aber... Nehmen, abstellen, aber ich verstehe nicht ganz. Was dann? Ach, wir nehmen uns die besten... Okay, die rechts gehören uns. Jetzt habe ich's gerallt. Voll herbstlich, Galumba, Hallöchen. Oh, voll nice. Richtig klassischen Herbst hätte ich auch gerne. Doch, das kann man nehmen. Das kann man nehmen. Das nicht. Das auch nicht. Bullshit. Das kommt mit rein. Ist nicht so recht. Doch, das ist auch gut. Alles noch Bullshit hier. Das merkt man schon ziemlich eindeutig. Nö, die ich hingestellt habe, sind alle mehr als das hier. Was noch da ist? Die haben also 11. Wir haben 21. Klare Sache. Und ich sag euch, die in der Mitte waren auch nicht groß. Ich weiß nicht, ob es Zweier überhaupt gibt. Also wenn überhaupt waren noch Einser und Dreier da. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Würde ich einfach mal in den Raum werfen. Gut, und wenn ich dran bin. Goldene Röhre, alle. Sonst hat keiner so ein Ding. Ich brauche das einfach. Auf
aufgepasst, nur noch 3 Runden. Wir gucken mal. Peach auf dem 1. Platz, Wario auf dem 2. Platz 3 gehört Mario und Luigi ist auf dem 4. Platz. Kurz zum Ende ist noch gar nichts entschieden. Wer wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Hier ist er. Darf ich um Applaus bitten? Nein. Hallo Leute, ich bin's Lucky Too. Luigi wird die Partie nach dem Rückstand drehen. Ich bin mir dessen wahrscheinlich eher ziemlich sicher. So Leute, hierfür erhält Luigi folgende Belohnung. Glückszahlwürfel. Warum soll Luigi das drehen? Ich sehe da keinen Grund. Kein Potenzial. Ja, gibt überall doppelt so viel und doppelt so wenig. Oder doppelt so viel abgezogen. Und die Peschfelder. Leider auch eine Sache, die sich immer wiederholt. Nicht mal irgendwas anders ist, aber nein. Na gut. Das war halt früher auch so, ne? Ob Andy Cube auch ein bisschen unterbewusst darauf hinweisen will. Guck mal, früher war eigentlich ein bisschen boring. Heute ist doch schon ziemlich geil. Unser Star Rush Modus. Naja, hier der wieder will. Nee, die sind alle an derselben Stelle. Wo ist Wario? Wario ist höchstens ein bisschen weiter, ne? Ja, das Einzige, der hier schon rüber ist. Aber mit meiner Röhre rock ich das. Gleich darf ich! Gleich darf ich! Da hat er seine Daisy, ne? Es ist trauerlich, dass Shy Guy und Daisy eine höhere Zahl würfeln als du selbst. Ich sehe dich jetzt als betrogen, dass er heißt, ne? Ihr kauft euch immer, aber ihr setzt nichts ein. Seht ihr das, wie sich die Items bei denen ansammeln? Jeder hat 3 Items. Wie viel kann man denn tragen? 3? 5? So, auf jeden Fall reinhauen. Give me that. Goldene Röhre. Übelst gut, ne? Ich hätte auch wieder zu Mario Würfel wechseln können, aber ist auch irrelevant. Ja, jetzt auch die Frage, wo wird der nächste Stern erscheinen? Bei denen vor der Nase? Aber selbst wenn... Ich muss mir das hier gönnen. Das ist Pflicht, den mitzunehmen. Guckt euch mal den neuen Spitzenreiter an. Peach ganz geknickt, habt ihr das gesehen? Komm direkt vor meiner Nase. Obwohl, das geht nicht klar, das machen sie nicht. Aber so, dass keiner von denen mehr ran kann, komm schon. Oh, ja. Ich komme da ja wirklich noch hin. Das ist nicht weit weg. Die sind da alle schon dran vorbei. Oh, und Lucky Too auch. Wir könnten... Ja, ich habe genug Geld, Sterne zu klauen. Tut mir leid. Ihr habt das Geld nicht. Und ich glaube, Peach ist die größere Herausforderung und Bedrohung. Ich habe mir meine Münzen hart erarbeitet. Da darf ich die auch jetzt mal irgendwie einsetzen und verwenden. Alles für den Sieg. Ihr wisst, bei der letzten klassischen Party habe ich mir noch den Sieg aus den Fingern gleiten lassen. Das wollen wir diesmal nicht. So. Sieht nach einer ziemlich klaren Angelegenheit bis hier hinaus. Und auch ein gewisser Bonusstern. Kann ich mir gut vorstellen. Also läuft bis dato. Oh, super Peschfeld. Oh mein Gott, nein. Riesen Peschfeld. Ich hab meine Sterne wieder abgenommen. Alle. Mario, halte das Wunder an. Du musst einen Stern an den Letztplatzierten abgeben oder du verlierst einen Stern. Ah, sieh an. So, ich muss wieder... Ha. Zu früh gefreut, wa? Ein Stern verlieren wäre noch weniger schlimm.
Die kriegt ihren direkt zurück. Ich habe nur Münzen verloren. Oh nein. Schön, dass man das mal gesehen hat. Karma nennt man das. Karma. Na, was soll's. Ich komme noch völlig legit. Hä? Zufällig? Okay. Luigi kriegt beim nächsten Mal minus 2 reingedönert. Der Ärmste. Bringt euch aber eh nichts. Wo wollt ihr hin? Stern ist keiner mehr da. Genug Münzen. Oh mein Gott, der Ärmste. Die nächsten dürfen da dran vorbei. Das ist so traurig. Schön auch, dass ich vorbei darf, oder ist... Ah, ich muss, glaube ich, blechen, ne? Aber egal, so kein Problem. Alle gegen mich. Jetzt gehe ich auf die Nase, ne? X im Sinn. Xbox im Sinn. Sieh genau hin. Das Dreierteam gewinnt, wenn auch nur ein Teammitglied alle drei Fragen des Einzelspielers erfolgreich übersteht. Oh, ich wähle nur die Fragen aus. Wir machen ernst. Oh, da kann ich ja gar nicht durch Skill beweisen, sondern nur hoffen, dass sie dumm sind. Start! Zitrone, Zitrone, Kugelwilli. Ananas, Apfel. Alright. Ja, Zitrone halt, ne? Kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. Das ist bitter. Sind aber mehrere Runden, ne? Drei Runden. Okay, definitiv schwieriger. Kugelwillis werden zu einfach. Ah, und doch mehr Antwortmöglichkeiten. Das finde ich gut. Also wenn nur einer runterstürzt, habe ich schon gewonnen. Mann, wie blöd. Ein Minispiel, das gegen CPU echt mal wieder bescheuert ist. Ich muss mir ja nichts groß merken. Die anderen nur. Die haben doch alle was getragen, oder? Bleibt halt einfach stehen, ihr... Aber wenn die doch unterschiedliche Auffassungen haben, dann habe ich doch in jedem Fall gewonnen, oder nicht? Warum sagen die vier? Nur einer hat nichts getragen. Bedeutet das den Sieg für mich, oder muss ich den auch los? Das ist doch Quatsch. Ach, wie bescheuert. Also jetzt mal ernsthaft. Das ist ein Kack-Minispiel. Da ärgere ich mich definitiv, ja. Ich muss sie alle drei wegkriegen. Pff. Macht ihr nur. Krebst ihr da rechts herum? Die haben auch nicht das Item. Die haben nicht die Items dafür, ne? Glücklicherweise. Heute ist nicht aller Abend. Alle Tage Abend. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Gut, auch hier gibt es keine... Kein gutes Item für sie, keine goldene Röhre oder so. Goldene Röhre ist schon ziemlich OP, oder? Turbo-Pilz, nice Sache, aber...
23 Felder kriegst du damit trotzdem nicht. Er muss ja sein Minus kompensieren, was Wario ihm rübergeschickt hat. Bitter. Da kommst du nicht mehr hin. Am besten Willen. Oh, was kauft er? Zu mir? Der will zu mir. Oh, shit. Das heißt, wenn ich nicht rechtzeitig genug beim Stern bin... Der kann es nicht auswählen? Oder ist er so bescheuert? Kann der nicht auswählen, zu wem? Dann war es halt Pech. Aber wenn er es auswählen kann, dann war es echt richtig bescheuert. Er hätte natürlich zu mir gemusst und dann gucken können. Darf ich mitkommen? Ich kann bestimmt helfen. So, 5 Felder. Ich habe keine Items. Ah, hier ist eine Chance beim normalen Würfel und auch beim Mario-Würfel eine Chance von 1 zu 3. Beim Waluigi-Würfel allerdings ist die Chance 50-50. Deswegen wagen wir es. Ja! Achso, er kommt ja auch nochmal mit drauf. Da wäre die Chance ja gar nicht so viel größer gewesen. Ja, dumme Frage. Ich war nur am Gucken die ganze Zeit, dass ich keinen Fehler mache. Gut. Deine Wette, Mario hat einen ganz schönen Lauf. Geht so. Super Pechfeld. Aber ja, das sieht komfortabel aus. Kann in der letzten Runde irgendjemand noch zu Toadette kommen? Nein. Einfach nein. Die sind in der ersten... Oh, Wario? Ist er da nicht schon vorbei? Was ist das denn? Da im Gegner 5 bis 10 Münzen. Eine Falle, da muss er wohl drauf landen. Okay, vor Wario befindet sich das Ganze. Wario kann sich das auch leisten. Im Sternevergleich hat er dann aber weniger Münzen. Ich würde es ja doch nochmal spannend. Wenn so der danach von der anderen Nase wieder auftaucht, das wird doch knifflig. Und die Bonussterne werden dann alles entscheiden, nicht wahr? Also Spannung ist auf jeden Fall vorhanden. Die Spannung kocht. Auf großer Flamme. Ole. Ole, ole, ole. Hau raus. Am besten vor mir. Hübus. Okay. Moment. Ich muss mir das auf der Karte angucken, aber... Nee, da komme ich nicht hin. Hätte ich weiter vorne abbiegen müssen bereits. Damals gab es keinen Grund dazu. Nee, da kommt kein Schwein mehr hin in der letzten Runde. Oink, oink. Geht's für mich eigentlich nur noch darum, was Schönes zu erreichen. Wohlstand in den Wolken, Münzen-Minispiel. Die meisten Münzen. Wolke auswählen. Zeit zum Üben. Was heißt Wolke auswählen? In welche Richtung ich springen möchte oder was? Ach so, ja, jetzt hat sich Mario entschieden. Natürlich wollen alle in die Mitte. Was? Okay, quasi taktisch. Man kann sich pro Runde nur für eine Wolke entscheiden. Ich gehe nach unten, Freunde. Mal sehen, ob Wario... Sehr gut. Ab in die Mitte. Ja. Ab in die Mitte. Vielleicht sogar zu früh gedrückt. Ja, Mann.
Lustig. Ja, ist doch klar, dass Peach dahin will. Die holt das einfach nicht. Leute, ihr könnt es eh nicht voraussehen. What the, was geht da ab? Jetzt gehe ich mal nach unten. Wario soll woanders hin. Nee, Peach holt sich das und holt damit auf? Nee! Wäre ich auch dahin gesprungen? Ich bin eigentlich so bescheuert. Ich habe doch die meisten Münzen gehabt. Wenn ich die anderen davon abhalte, das Ding in der Mitte zu bekommen, dann hätte ich doch gewonnen. Ich hole Kopf, ey. Ich denke nur an den eigenen Profit, an die eigene Münzanzahl, statt zu gucken, was ist strategisch am besten. Wenigstens hat es ja hinterher Klick gemacht. Die letzte Runde! Hinterher hat es wenigstens noch Klick gemacht. Na denn! Ja. Ja, ist eigentlich total irrelevant, was ihr eigentlich macht. Weil keiner kommt mehr zum Stern. Und ich habe immer so wenig Items, ne? Ich probiere das natürlich mit dem Feld, aber das wird wahrscheinlich sein wie bei Mario Party 1 auf der Peach Map. Wo die Piranha-Pflanzen einzupflanzen waren, die später Gegnern was abnehmen konnten. Wobei, das waren auch Sterne, ging's. Ging um Sterne. Ich guck's mir trotzdem an. Aber da geht instant, als ob. Wen soll ich denn was abnehmen? Ja, Wario ist mir am gefährlichsten, nicht wahr? Das geht einfach so? Ich dachte, ich leg das auf dem Feld. Okay. Das ist natürlich gut. Ah, Waluigi-Würfel hätte ich es mir jetzt nicht gönnen sollen. Da war ein bisschen Risiko dabei. Lieber was Sicheres. Jetzt brauche ich auch. Ja. Nee, es geht auch nicht mehr. Dammit. Habe ich 6 abgezogen? Übel, übel, sprach der Dübel. Ich muss aber echt sagen, es ist doch irgendwie unterhaltsam. Clever aufgebaut. Ich meine, es geht noch geiler. Ich sag's immer wieder, die Mario Party 8 Bretter waren ziemlich nice. Mit dem Hotel, mit dem Zug und all solche Geschichten. Aber das hier ist jetzt gar nicht so. Also gar nicht irgendwie hingeklatscht, sondern ein bisschen was schon dabei gedacht. Alle gegen Peach. Meinetwegen. Oder Jungs gegen Mädchen. Bombiges Tennismatch. Ha, ha. Aufpassen, ich muss ausweichen. Schlagen? Kann ich schlagen? Nee. Wir können nur klettern. Das verteidigende Team gewinnt, wenn nur ein einziges Mitglied verblieben ist. Das heißt, nur wenn alle weg sind, gewinnt Peach. Start! Mal sehen, ob ich mich auf die anderen Boys verlassen kann. Sie jagt direkt mich. Ja, Bomben halt, ne? Ach, Luigi. Ich bitte dich. Was? Gewonnen. Gewonnen. Sieg des weiblichen Geschlechts. Okay. Peach. Prinzessin Peach. Mhm. Alle Runden sind beendet, dann ist es Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Ob mir Bonussterne die Tour vermiesen? Das Abenteuer in der Ruine ist beendet. Ein legendärer Wettkampf, an den man sich noch lange erinnern wird. Geht. Geht schlimmer. Aber geht besser. Bonus, ja. Immer dieselben Texte, leider Gottes. Item-Bonus. Diesen Bonus erhält der Spieler, der am meisten Items eingesetzt hat. Das war ich nicht. Das heißt, Wario hat einen Stern mehr. Der zweite Bonus und Glücksbonus.
der die meisten roten Felder und Pechfelder aufgesucht hat. Ich war auf dem Super-Pechfeld und eben am Ende noch auf dem roten. Das könnte ich sein. Ja! Wer hätte das gedacht? Bei Unglück hatte ich jetzt nicht gedacht, dass es mich trifft, weil ich hätte ja irgendwie ein bisschen Luck. Aber wenn man das so definiert, freut's mich. Also auch nach dem Brett nochmal spannend, weil der Bonusstern an Wario ging, der erste. Aber wir haben den Sieg. Mario ist der Superstar. Checken wir die Details aus. Ja, Luigi kein Stern, der Ärmste. Peach 2, Wario 3, meine Wenigkeit 4. Auf dem Spielbrett so viel erhalten. Ja, was ist auf dem Spielbrett? Insgesamt erhalten heißt es quasi. In Minispielen. Items. Boah, alle haben 2, nur der 3 eingesetzt. So eine knappe Sache. Gelegte Felder. Das wäre auch spannend gewesen, hätte ich verloren. Was sagen die Unglücksfelder? Hm? Die roten? Roten zählen auch dazu. Okay. Ja, komm. Definitiv, ihr seht's ja. Grün bin ich. Cool. Kann man machen, ne? Nice. Gucken wir mal, ob es irgendwas dafür gibt. Nichts weiter. Bravo, das war fantastisch. Rumpf um die Ruine geschafft. Auch in golden. Na denn. Im nächsten Part gibt's nochmal den Online-Modus. Mal sehen, wie die Leute inzwischen drauf sind. Alles Klärchen ist der Daumen oben. Wird man euch loben. Ich sag für heute, bis dann und ciao.